würde aber ganz kurz was interessieren. Ups. Und zwar das Ding. Brauchen wir jetzt wirklich überall. Was? Ah, die heißen jetzt Forestry Bronze. Aha. Sie haben dazugelernt. Wow. Ja, wir brauchen jetzt wirklich überall diese blöden, bekloppten Elektronenteile. Na ja, gut, jetzt hier bei der Destille und beim Generator nicht. Ja gut, das sind diese Mailbox und Trade Station, die habe ich auch schon mal in einem kleinen Preview gesehen, aber die haben mich jetzt nicht so gerissen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant gemacht mit diesen Forestry Copper und Forestry Zinn, das jetzt mit F gekennzeichnet ist. Da kann man es zumindest unterscheiden. Boah, das mit diesen blöden Tubes nervt ein bisschen. Nervt ein bisschen arg. Aber okay, ja, man bringt nichts, also. Erstmal Pistons bauen. Ja, da nochmal zwei Stacks mitnehmen. Dann mal ordentlich auf Vorrat bauen hier. So. Ah, dann braucht man einen. Und doch einen Pisten hätte gereicht. Ach, ich steck's einfach hier rein. Verdammt nochmal. So, die zwei Zinnzahnräder. Dann brauchen wir noch mal 1, 2, 3 Zinn hier oben. Und dann nochmal einmal ein Glas. Dann machen wir den E-Motor. Ah ja, schmeiß ihn wieder auf den Boden. Ah, Fallschaden für Items. Das wär's ja jetzt. Wenn sowas kommt, dann... Ah ja, genau. Man kann jetzt diese Forestry Elektromotoren mit diesen komischen Chipsätzen auch aufwerten. Je nachdem, welche Tubes man auf diesen Chipsatz brennt, kann man die höhere Leistung oder weniger Verbrauch und tralala, tralala, tralala. Werde ich euch bei Gelegenheit mal noch zeigen. Ist eigentlich ganz interessant. So, dann brauchen wir den da. Gut, dann brauche ich den Schraubenschlüssel. Da ist er. So, dann brauche ich die Dinger da wieder. Eins, zwei nur noch und einen Hebel. Hebel, 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 haben wir auch noch welche. So. Gut, kurz überlegen, wenn es wieder funktioniert, brauchen wir Glas. Glas, 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 Glas. Und das ganz Tolle ist ja... Ups. Ah, da ist dieser Melting Point. Kann ich eigentlich was anderes schmelzen? Nee. Ich glaube, Sand kann ich aber auch reinstecken. Der hat nur einen anderen Schmelzpunkt dann. Oder? Ja, einen viel höheren Schmelzpunkt. Okay. Ich glaube, Sandstone hat einen noch höheren, aber es ist zwar wurscht. So. Was mich jetzt ein bisschen ankotzt, nämlich ist, dass die ganzen Forestry Crafting blablabla Dingensen hier nicht aufgeführt sind. Das heißt im Klartext... Wir kriegen nicht angezeigt, wie wir diese Elektronen-Tubes herstellen. Das heißt, die muss ich jetzt wieder alle auf der Homepage nachgucken. Das heißt, ich werde mir hier mal kurz den Webbrowser aufmachen. Das wird jetzt ein bisschen ruckeln. Das wird mir den Rechner wieder in die Knie zwingen. Etc. 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 Nerv, 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 nerv. Angepisst sein. So, ich habe diese Forestry Wiki hier. Ihr seht es leider gerade nicht. Dann Tube. Electrical Engine, nein. Fuel Production, nein. Other Mailbox, Items, Ores, nein, wo ist es denn? Ich sehe es gerade nicht. Ich bin echt blind auf den Augen. Carpenter, Moistener, ah, Thermic Fabricator, da ist er doch. Okay, anscheinend habe ich immer das gleiche Rezept. Ich brauche nur die Barren ändern. So, jetzt zurück in Minecraft. Wir brauchen jetzt für den Peatbock-Dingens-Gedöns... Ach, Turbery, nicht Tubery. Okay. Da brauchen wir Zinn. Okay, Zinn. Zinn, 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 Zinn. Oh, da geht's... Jetzt brauchen wir für Forestry auch schon Redstone. Da kriege ich doch echt einen Raffel. Da kriege ich echt einen Raffel. So, die Barren müssen so angeordnet sein. Und dann rechts und links Redstone. Ich, boah, jetzt krieg ich echt irgendwann...
Na, läuft der Motor jetzt oder läuft der jetzt nicht? Ja, er baut Hitze auf. Yeah, er baut Hitze auf. Nein, 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 nein! Boah. Was zur Hölle noch eins? Löcher flicken. Zum Glück ist der außerhalb explodiert. Boah. Wieso ist hier eigentlich immer noch eine Fackel? Das Ding existiert schon lange nicht mehr. Ja. Oh nein. Oh nö, jetzt hat das Relay gesprengt. Habe ich da noch eins auf Ersatz? Transposer. Ja, eins. Blödes, arschgesichtiges Mistbastardvieh. Oh, Schraubenschlüssel. Oder eher Schraubendreher. So, war der jetzt so richtig rum? Ja, anscheinend. Oh, diese verkackten Creeper. Nerven ja mal überhaupt nicht. So, hat jetzt ja hier schon mal... Ja, geschmolzenes Glas. Und? Super, kriegt einmal 14 aus... Oh, komm. Müssen wir doch echt verkackt eiern. Ja, okay, warte mal, dann schauen wir jetzt gleich noch den Turbury nach. Alles war der Turbury, ich brauche noch den Pete-Bock. Pete, der braucht bestimmt wieder andere. Ja, der braucht wieder Kupfer. Elektroden. Oh, komm schon. Kupfer, Elektroden. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nein, 5 sind es nur. So, und dann schalten wir das Ganze wieder aus. Meine Fresse. Okay, diese Circuits. Wie baue ich diese Circuit Boards? Ich habe keine Ahnung. Und hier steht es auch wieder nicht geschrieben. Also muss ich die... Oh, ich muss wieder ganz kurz im Forestry Wiki gucken. Wie hießen die jetzt wieder? Moment. Circuit. Circuit Board, da haben wir es doch. Und die Seite im oh, oh, komm, nein. Die Seite ist echt leer. Wieso ist die Seite im... Oh, komm. Okay, eins nach dem anderen. Ne, ich brauche das Circuit Board ja jetzt. Oh, Herrgott, noch eins. Ganz toll. Unter Items im Minecraft Forestry Wiki ist ein Punkt aufgeführt, der nennt sich Circuit Boards. Aber der Punkt ist einfach leer. Hier steht nichts. So, ich habe jetzt natürlich keinen Plan, wie ich diese blöden Circuit Boards baue. Super. Hier werden sie auch nirgends aufgeführt. Auch ganz toll. Das heißt jetzt, ich werde hier ganz kurz... Ja, pausieren. Sorry für das. So, und da bin ich auch wieder. Ich hab's inzwischen gefunden. Und zwar stehen diese ganzen Circuit Board Crafting Recipes bei dem. Jetzt hört man den Namen bei den Forestry Carpenter. Das heißt, wir brauchen noch eine Forestry Maschine. Das heißt, um jetzt in Zukunft Forestry Farmen bauen zu können, muss man zwangsläufig zuerst einen Thermic Fabricator bauen. Einen. Carpenter, um diese blöden Teile herzustellen. Ich bin gerade ein bisschen angepisst, weil früher war das eigentlich sehr angenehm zu bauen. Und jetzt ist es ein bisschen ach umständlich. So. Genug Frust abgelassen, jetzt heißt es erstmal ordentlich klotzen und ich brauche noch einen Zinn. Haben wir noch irgendwo Zinn? Ja, super, eins. Okay, es wird gerade so. Nein, wird nicht reichen, weil wir. Oh, komm schon! Oh, geh da runter. Habe ich da hinten noch Zinn liegen? Hat der inzwischen wieder Zinn gefunden? Ich hoffe es doch. Halt, falsche Kiste. Ja, 7 Stück. Oh, wow. Überragende Menge. Ich bin überwältigt. Ich bin echt überwältigt. Oh, okay. Okay, ruhig bleiben. Wir kriegen alles hin.
So, der Carpenter. Carpenter, Tischler, was auch immer. Der braucht natürlich auch wieder Wasser. Schön. Haben wir noch Bronze. Das ist eine normale Bronze, das heißt, wir brauchen noch mehr Zinn. Ach, das ist doch echt. Ach, komm schon. Ich finde es so lustig, dass das Forestry Bronze jetzt hier mit der normalen Bronzebahn angezeigt wird, obwohl die Forestry Grafik eigentlich so pixelig ist. Naja, egal, das ignorieren wir jetzt einfach mal gekonnt. Denn ignorieren hilft immer. Na komm, beeil dich hier mal. Na komm. So. Es ist halt echt so nervig. Es ist einfach nur nervig. So, daraus können wir schon wieder zweimal machen. Oh, 1, 2. So, da. Das schlaue Büchlein. Oben Glas. Ziehen. Sturdy Machine. La. Und oben unten Glas. Ja. Schön, dass wir darüber geredet haben. Aber was noch viel geiler ist, ich brauche noch einen Motor jetzt. Warum? Nee, das wird hier nichts, das ist hier zu eng. So. Okay, langsam stoße ich wirklich an meine Grenzen. Den Hebel bauen wir jetzt einfach mal dahin. Muss ja genauso funktionieren im Prinzip, weil dahinter der Motor ist. Da kann ich nochmal irgendwas anderes hinstellen in Zukunft. Was haben wir da oben drüber? Moment, wir könnten... Ha, ich habe die Lösung. Ich bin zwar nicht brillant, aber zumindest ein Stück weit intelligent. So, das heißt, wir... Ach, komm schon. Erstmal, ah komm schon, bleib halt nicht wieder überall hängen. So, erstmal hier ausfüllen und hier ausfüllen, dann falle ich ja nicht mehr runter. Mehr oder weniger. So, dann bauen wir den da mal dahin. Okay, dann brauche ich erstmal nochmal einen Zinnmotor. Oder also einen Forestry E-Motor. Das heißt, wir brauchen wieder Zahnräder. Ah, herrlich. So, die müssen jetzt wieder zu Steinzahnrädern aufgewertet werden. Und, oh, Zinn. Wir haben noch keinen Zinn, verdammt nochmal. Oh, Scheibenkleister. Wir brauchen schon 8 Zinn. Nein, dann brauchen wir nochmal 3. Oh Gott, wir haben noch nie und immer genügend Zinn dafür. Ah. Okay. Der letzte Baum ist endlich gewachsen. Schön. Mal kurz zur Abwechslung gucken, wie weit jetzt das Kraftwerk schon gefüllt ist. Wow. Ah, wir haben das Stadtwerk an, praktisch. So, Ruhe. Das Skelett holen wir uns auch. Das versteckt sich ja gefälligst nicht unter unseren Bäumen. Ja, da können wir bei Gelegenheit ja mal weghauen hier.